Hallo, ich bin Igel. Wir spielen Secret of Mana 2. An meiner Seite die völlig unterlevelte Laura. Hallo. Und ja, dies ist eine nachkommentierte Folge, weil ich leider zu blöd war. Ich sollte auf jeden Fall mal gucken, dass ich das jetzt wieder angemacht habe, aber ich bin mir ziemlich sicher. Okay, wenn du gerade nichts gesehen hast, tut mir leid. Weil ich zu blöd war, den Ton richtig aufzunehmen. Und deswegen die komplette Folge nur den Ton von Laura beinhaltet, was dazu geführt hat, dass, ja, man eigentlich nicht mitkriegt, was da passiert, außer dass Laura seltsam reagiert auf irgendwelche Sätze, die man halt nicht hört. Und das bringt nichts. Leider kann ich den Ton deswegen auch komplett wegschmeißen. Das heißt, also, sonst haben wir halt eine Laura, die uns die ganze Zeit dazwischen redet. So können wir wenigstens nachkommentieren. Wir sind hier auf jeden Fall in Altena. Siehst du noch alles gut? Ja, ja, alles gut. Und wollen hier gerade in den Palast, weil der rote Rubenmagier, rote Robbenmagier. Der was? Ja, der rote Robbenmagier, der schlachtet nämlich Robben, um seine Mana-Kraft aufzufüllen. Mhm. Ja. Und auf jeden Fall dieser Wichser, ja, der diese fiesen, armen, kleinen, niedlichen Robben zum Frühstück verspeist, der hat gesagt, kommt mal her, dann können wir gucken. Dass es dämlich ist, dass wir uns, naja, wie ich gerade gesagt habe, ziemlich dämlich anstellen. Ich gucke uns gerade sehr fasziniert dabei zu. Ja, also wir kennen den Weg jetzt und denken uns nur, wie kann man so konsequent dran vorbeilaufen? Irgendwann sind wir erstmal den rechten Weg gegangen, was nicht schlimm ist. Ist grundsätzlich nicht falsch gewesen. Ein bisschen gelevelt. Genau. Es ist alles sehr symmetrisch aufgebaut. Hier ist eine Treppe, die gehe ich runter. Und ist eigentlich nicht symmetrisch, das ist ja der Witz. Deswegen haben wir sie nicht gefunden. Ja, doch, ist schon. Naja, halbwegs symmetrisch allerdings. Nee, wir hätten ja... Ja, werden wir gleich sehen. Er hat sie da durch die Wand den Typen umgebracht? Ja. Stell dir mal vor, du rennst da einfach nur so ganz gemütlich durch die Gegend. Auf einmal kommt da so ein Speer durch die Wand und piekt dir voll ins Gesicht, ey. Ja, genau so war's. Das hab ich nicht mal gesehen. Doch, ich schon, aber ich hab nichts dazu gesagt gehabt. Ja, war ja auch irrelevant. Ich meine, ich hätte mir denken können... Doch, ich glaube, ich hab sogar noch so wow gemacht, aber du hast irgendwas anderes geredet gehabt und dann... Hat sie sich das wieder erledigt? Ich sag mal so, normalerweise ist mir das egal beim Spiel oder sowas, weil ich dann einfach nicht so, den Blick habe, aber... Naja, keine Ahnung. Jetzt will ich mal gucken, wer hier besser eigentlich kämpft. Ich meine, ich bin da sonst immer auf meinen eigenen Kämpfer. Also ich krieg die ganze Zeit gerade nur auf die Mütze und bin jetzt gerade auch verletzt. Ah ja, du bist besser, okay. Aber er ist auch so unheimlich langsam beim Schlagen. Also er hat ein cooles Schild und sieht geil aus und alles, aber... Weil er eine fette Mähne hat und einen blauen Anzug und... Jetzt blau. Davor sah er hässlich aus. Ja... Also Entschuldigung, man muss echt sagen, dass du bist hübscher geworden mit dem Upgrade. Ja, mit dem Alter wird man hübscher. Allerdings gilt das nicht für deinen Typen. Der sieht immer noch ein bisschen, der sieht jetzt ein bisschen scheiße aus. Aber der wird mit der nächsten Entwicklung cooler. Das hoffe ich doch. Dafür sieht sie unheimlich geil aus. Ja, sie sieht echt geil aus. Also sie sieht mit Abstand am besten aus. Obwohl, das sage ich, obwohl sie Pink in der Rüstung drin hat. Aber das Pink stört mich zwar auch, aber... Aber sie hat die Haare sind geil. Die Haare sind geil. Sie hat so ein Gelb-Theme insgesamt irgendwie bekommen, was irgendwie in dieser Menge irgendwie cool aussieht dann. Ja. Also ich würde zum Beispiel keine gelbe Kleidung tragen, grundsätzlich nicht, aber... Nee. Aber sie ist ja eine Frau. So, jetzt versuchen wir es unten. Ich bin eine Frau und würde auch trotzdem kein Gelb tragen. Hängt aber ab, da muss man der Typ für sein. Also, ich glaube, da bist du auch nicht der richtige Typ für. Nee. Ich bin zu blass dafür. Ja, ist sie auch, ne? Aber du bist halt nicht richtig blond. Ich war mal blond. Ich bin's nur nicht mehr. Gefärbt? Ja, natürlich. Wieso färbst du dich blond? Hab ich dich schon mal in blond gesehen? Nein, nicht ich färb mich blond, sondern ich färb mich dunkelhaarig. Ach so. Hä, wusstest du nicht, dass meine Haarfarbe nicht echt ist? Ich bin gerade am überlegen. Doch, natürlich weiß ich es. Aber ich weiß halt gerade nicht, wie deine Originalhaarfarbe aussieht. Also, dass die gefärbt ist, ja, aber... Dunkelblond. Ja, okay, stimmt. Du hast so eine Haarfarbe wie ich, oder? Ja, ungefähr. Ah, okay. Ja, aber es ist halt auch nicht so richtig blond. Ich blondiere sie ja auch noch, aber... das würde ich ja nicht nötig haben, wenn ich so super mega blond wäre. Guck mal, dann rennen wir hinten nochmal rum, mal gucken, was da so ist. Es tut mir leid, wenn ich es sagen muss, aber... Für mich war das immer so ein Straßenköterblond bei mir. Ja, nö, so nenne ich es ja bei mir selber auch. Sind wir hier in diesem Raum, der ist neu jetzt für uns. Mhm. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten, und zwar einmal da hoch, was wir jetzt gleich mal in Angriff nehmen. Das warte mal, wir wollten noch die Soundeffekte dazu machen. Bam, bam, bam. Bam! Oh, guck mal, da fliegt die Mütze hoch. Boah, dieser Schmerz, und da zerbricht er einfach in tausend Einzelteile.
Und da will ich heilen. Wen denn? Ach, dich. Bing, 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 bing. Was wäre ein Spiel ohne einen nervigen Ich-bin-verletzt-Sound? Und da hört er auch schon auf. Derim, derim, derim. Also für alle angehenden Spieleentwickler, denkt daran, wenn ihr ein Spiel macht und jemand ist an Low Health, dann muss ein nerviger Sound kommen. Wir sind schon wieder im Kreis gelaufen. Das haben wir in der Folge echt drauf gehabt. Jetzt sind wir wieder hier. Naja, wir haben aber was Neues gesehen. Jetzt sind wir, glaube ich, gerade an der Stelle gewesen, wo wir ein bisschen verwirrt waren und nicht so richtig wissen, wo wir hinlaufen sollen. Und ich bin, also ich weiß nicht, ob es danach war, aber an irgendeiner Stelle war ich dann so voll, ja, da oder geht's lang. Und dann wieder. Wir sehen jetzt gefällt. Hier diese Tür hinter dem Zaun. Und wegen dieser Tür habe ich auch gedacht, naja, kommen wir gleich zu, weil jetzt gehen wir nochmal den gleichen Weg, weil da, wo wir gerade waren, hätte man da noch anders abbiegen können. Ja, und ich allerdings bin jetzt ganz fit. Da hätte man auch einfach links wieder zurückgehen können, was ich nicht gemacht habe, sondern wir haben uns dazu entschieden, einfach nochmal den ganzen Weg durch die Küche, hier, wo gerade gebraten wird. Und da kommt der 2 auch schon, stimmt. Das war die Stelle, wo ich beschlossen habe, dass ich es besser weiß. Ja, und wie immer hat sie damit falsch gelegen. Ja. Das ist aber echt schrecklich. Immer wenn du denkst, dass du recht hast, liegst du dort völlig daneben. Das ist so, das zieht sich so durch dein Leben, oder? Sagst gerade du. Nein, auf jeden Fall nochmal durch die Küche und den Schlafsaal. Und ich heile mich schon wieder, weil ich nichts drauf habe und ständig verrecke. Aber ich bin Heiler, deswegen darf ich das. Und das ist nur blöd, wenn ich verrecke, dann kann keiner mehr heilen. Das ist doof. Also im ersten Mal, wo ich gespielt habe, habe ich 2 Heiler im Team gehabt. Was ich jetzt unheimlich nicht offensiv rausgestellt hat. Ich habe halt keinen Schaden reingekriegt. Ich konnte mich zwar dauernd heilen, aber jeder Kampf hat ewig gedauert, weil keiner meiner Charaktere irgendwie halbwegs Schaden rausgehauen hat. Ich finde, das ist immer das Problem. Du brauchst immer einen, der gut heilen kann. Ja, ja. Bei Golden Sun, Dunkle Dämmerung, das habe ich ja auch gespielt. Also von 3DS. Nicht 3DS, von DS meinte ich. Okay. Da hattest du auch im Prinzip eine Heilerin. Und du hattest später dieses so ein Biestmädchen, was auch Windmagie hatte. Und die war theoretisch sogar die stärkere Kämpferin, aber das Problem war halt, wenn du geheilt werden musstest, war das echt scheiße. Okay. Weil im Prinzip, also was ich dann glaube ich gemacht hatte, war, dass ich diesen, ich glaube ich habe den, Und wir sind in einer Sackgasse gelandet. Ja, wunderbar. Jetzt war ich total aus dem Häuschen, weil ich nicht, ich weiß nicht, wo wir hin müssen, heul, und du hast gar nichts gemacht? Du hast dich, glaube ich, ausgeschalten gerade, oder? Ja, nee, doch, weiß nicht. Kann sein. Nee, du spielst, sonst wärst du nicht so schnell. Okay, jetzt sind wir wieder hier bei der Treppe, da sind wir hochgegangen. Jetzt wollte ich mal links gucken, das sah nämlich aus, als würde es hier weitergehen, aber wir müssten noch einen Schalter drücken. Aber es sind nur Verliese, da kommen wir nicht rein, und da sind irgendwelche, keine Ahnung, Zombie-Geräusche dahinter, die irgendwie gekratzt haben, sind wir lieber wieder abgehauen. Und naja, ganz viel Angst. Rechts war kein Weg mehr und dann war ich verwirrt, weil ich dachte, wir jetzt haben wir einen Weg, aber... Also das hat sie auch gedacht. Mhm. Dann war hier kein Weg mehr. Und dann habe ich gedacht, okay, scheiße. Dann rennen wir halt nochmal ein bisschen völlig verwirrt im Kreis rum. Und ich brauche wieder 10 Jahre, bis ich mich in den Wolf verwandelt habe. Ja, das ist ein bisschen ungünstig. Also er hat eine wahnsinnige Durchschlagskraft in der Nacht, aber da mache ich nochmal auf Geist. Damit ein bisschen die Magie nicht so sehr zusetzt. Wobei ich gerade gesehen habe, dass ich sowohl von Magie als... Wobei ich habe echt viel Magie abgekriegt in dieser Folge. Alles ging auf mich. Also ich glaube, einmal hast du auch noch einen abgekriegt, aber ich glaube, der Rest der Magie... Ich glaube, da warst du dann recht schadenfroh. Ja, ja, das war cool. Also habe ich mich sehr gefreut. Und, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt kommen wir, glaube ich, langsam auch drauf. Also was heißt, kommen drauf? Ich fand es ein bisschen... Es wäre so simpel, es hätte so simpel sein können. Der Weg in der Mitte ist ja blockiert. Und ich habe mir dabei gar nichts weiter gedacht. Ja, weil, ja, der ist halt blockiert. Das ist halt nur so eine Loge, ne, wo man sich reinsetzen kann, Stuhl hinstellen und so weiter. Und jetzt gehen wir schon wieder rechts rum. Und entscheiden uns, ich wollte rechts rum, du hast dann gesagt, nein, machen wir nicht, wir gehen hier lang. Mhm. Und jetzt bin ich doch da reingelaufen. Achso, ich glaube, da haben wir uns... Da habe ich gesagt, nein, ich bin ein Mann, ich bestimme. Ich habe keine Ahnung mehr, warum wir da lang gelaufen sind. Ich glaube, wir wussten einfach beide nicht, wo wir hin wollten. Haben wir noch ein bisschen drum gediskutiert, dann sind wir doch wieder zurückgelaufen. Und jetzt ist die Sache, sieht sehr sinnvoll aus, so im Nachhinein. Hier ist ein Zwischenraum. Und ich habe an diesen Zwischenraum gar nicht gedacht, weil, wenn man jetzt nach links geht, da wo sie gerade hingeht, ich folge ihr gerade, ja oder auch nicht, jetzt entscheiden wir uns, kämpfen, nicht kämpfen. Jetzt doch kämpfen anscheinend.
Nee, ich wollte eigentlich nicht kämpfen, aber du hast gekämpft. Das ja, weiß und dann habe ich mich entschieden, dass es eine gute Idee war. Und hier ist aber auch ein Zwischenraum und vorne ist die Loge. Und ich habe gedacht, wir kommen direkt zur Loge, wenn wir da durchgehen. Und deswegen bin ich auch nochmal runtergegangen. Und hier ist aber dieser Zwischenraum mit einer Treppe drin. Oh. Und wir sind da 10-mal im Kreis gelaufen. Gut, dass man uns verwirren kann, oder? Jetzt gucken wir hier nochmal. Das wäre da oben hoch gewesen. Achso, hier ist einfach nur ein Raum. Und da habe ich mich voll gefühlt und habe gemeint, ich wäre... Der König der Welt! Genau. Und wie gesagt, ja halt, die Fresse lassen sie wieder abhauen. Und dann sind wir nach oben gelaufen. Und dann habe ich noch Lion King gesungen, das weiß ich auch noch. Mach nochmal. Ich will jetzt gleich König sein. Entschuldigung. Das war wunderschön. Dankeschön. Und dann können wir noch irgendwie den Jalapeno-Song singen. Es gibt einen Jalapeno-Song. Jalapeno! Keine Ahnung! Was? Die singen doch Jalapeno, oder? Ganz also, bestimmt. In meiner Welt singen die Jalapeno. Und, da gucken wir erstmal in die Seitentüren rein. Zumba, ja. Dann fiel mir aber auch auf, das habe ich doch auch erzählt, das ist ja die Angela-Startstadt und hier war so ein bisschen Story-relevanter Kram. Ich habe mir einen Spaß gemacht und die ganzen Anfangsstories von diesen einzelnen Charakteren gespielt. Ich finde es immer noch witzig, dass sie mir hinterherläuft und nicht dir, obwohl du immer Player 1 bist. Ja, red weiter. Ja, das ist dumm. Das verstehe ich auch nicht. Auf jeden Fall, genau ist das jetzt... Boah, macht erstmal Feuerball, Feuerball, Feuerball. Bäm, verbrennt seine Haut. Ich glaube, da war gar nicht. Der hast du gesehen, der hat es gar nicht gestört. Du hast nicht mal Schaden gekriegt. Oder hast du Schaden gekriegt? Ich glaube, ein bisschen, aber nicht arg. So, ich bin halt nicht hingefallen und hab Aah! Gemacht, so wie du immer. Ja, sonst bevor er hinfällt, macht er immer so und dann fällt er erst hin. Keine Ahnung. Aber das macht er anscheinend nicht in der Werbeform nicht. Das macht er eigentlich nur bei Kanonen. Und auf jeden Fall, hier ist Angela Startgebiet, ein bisschen Storygram. Und ja. Schön war's. Ich glaube, ich hatte mir deinen Bonbon gegeben oder so, oder? Ich habe gerade nicht hingeguckt. Ich... Weil du zu faul warst zum Heilen. Hab ich den nicht gerade geheilt? Ich glaub. Egal. So, auf jeden Fall wühlen wir uns hier durch die Bäume und das Gehölz, um endlich hier oben anzukommen. Und Corbin uns einfach sagt, du bist zu spät. Und ich frage, wieso? Wie spät ist es denn? Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Wenn du die Königin oder die Fee lebend wiedersehen willst, gib mir das Mana-Schwert. Du kleiner Feigling. Es tut mir leid, aber schmeicheln wird dir nicht helfen. Ich werde das Schwert nun an mich nehmen. Wenn du dich bewegst, sind die beide tot. Okay. Die beiden. Sie beide. Sind sie beide tot, war da. Nicht die beide tot, nicht die beiden tot, nicht sie beide tot, sondern nicht die beiden tot, sowieso Blödsinn, sondern sie beide tot. Solche Kraft, solche Schönheit. Gut, dass es jetzt mir gehört. Ah, da habe ich noch gesagt, solche Kraft, solche Schönheit, der tolle Igel. Gut, dass es jetzt mir gehört. Ah, darf ich nicht vergessen, muss ich mit reinbringen. Ich wünschte nur, es würde nicht so schwer werden. Ah! Das Schwert wehrt sich gegen ihn. Haha! Man denkt sich so, hahaha. Vielleicht will es ja nicht von einem Feigling wie dir getragen werden. Düm, düm, dö, düm, düm. Er ist tot. Das Mana-Schwert spiegelt die Seele des Besitzers wieder. Gut oder böse. Bei der Kraft des Drachenkaisers. Es wird sich in ein dunkles Schwert verwandeln. Jetzt. Genau jetzt. Das Schwert beginnt sich an mich zu gewöhnen. Was? Wir verschwenden unsere Zeit. Lass uns nun die Gottbeister befreien. Entschuldigung, ich hatte Lust drauf. Micha, mach ruhig Soundeffekte. Hey du, ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Abmachung, glaubst du wirklich, dass ich die Fee zurückgebe? Hahaha, du Lügner, das war's. Komm her und kämpfe wie ein Mann. Komm endlich. Das ist sinnlos. Wenn ich sie nicht töte, werden es die Gottbiester tun. Ich sag euch was. Ich lasse euch am Leben, dann könnt ihr das Ende der Welt mit ansehen. Hahaha. Weg ist er. Das ist die Fee? Es tut mir leid. Ich habe versagt. Ich bin eine kleine Fee mit einem hässlichen Schleifchen. Flatter, flatter, flatter. Drück mal weiter. Also, das ist ja eine Aufnahme nur, aber... Typ im Spiel, drück weiter. Flatter, 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 flatter. Fee, bist du okay? Keine Angst, es war dein Fehler. Ich habe das nicht absichtlich überlesen. Sie versuchen, die Gottbiester wieder zu beleben. Blablabla. Dann hat es angefangen. Die Mana-Steine brechen jetzt auseinander. Entschuldigung. Schließt eure Augen und entspannt euch.
Ich glaube, ich hatte da ewig nicht weitergedrückt, weil du irgendwas anderes gelabert hattest. Das kann sein. Ich habe bestimmt irgendwas Story-Relevantes, völlig Interessantes erzählt, das jetzt einfach fehlt. Mhm. Ah ja, jetzt habe ich gesagt, ja, Feuer, ah, Feuer, Ifrit. Ah, stimmt, da habe ich die Crack-Geräusche gemacht. Hier ist Licht, glaube ich. Okay, ich lass dich. Wind? Nee, Erde. Ah, Eis. Eis, war nicht hier Froster. Ich klinge wie so ein Dino. Dunkelheit? Nee, Dunkelheit kann das nicht sein. Mond hier, Luna. Und das ist HC. Alter, brich doch endlich mal. Ja, der hat ein bisschen länger gebraucht. Der hat ein bisschen Harz auf der Seite gehabt, glaube ich. Laserstrahl. Klick. Plupp. Oh, kaputt. Keiner drin. Oh, leer gewesen. Schade. Die Gottbiester leben wieder. Jedes kontrolliert ein anderes Element. Da-da-da-dam. Wenn sie ihre Kraft kombinieren, werden wir sie niemals aufhalten. Da-da-da-dum. Wir müssen die jetzt, wo sie noch verwundbar sind, aufhalten. Schnell zu dem Mana-Stein. Da-da-da-dam-da-dam. Oder? Diese so, Horrormusik. Ich bewege mich nicht, weil ich irgendwie den Schuss verpasst habe. Und jetzt sind wir hier. Ich war was? Die Königin? Was ist passiert? Keine Ahnung, sie ist tot. Wir haben sie umgebracht. Wir haben ihr ein Schwert ins Gesicht gerammt oder den Speer durch die Wand in ihren Kopf. Ah. Willkommen. Oh nein, unser ewiges Einkaufsdingsi. Ist das jetzt? Ich glaube schon. Ja, also das Problem ist, wir haben zu wenig Geld. Und es packt mich voll ab, weil wir gerade erst wieder frisches Zeug gekauft haben, dafür gelevelt haben. Und jetzt haben wir kein Geld. Und wir wollten so gern die ganze Scheiße haben. Jetzt reicht's nicht für alle. Ja. Ich kaufe erstmal was. Jetzt verkaufe ich was. Ah ne, erstmal anziehen. Oh, jetzt ist mir was runtergefallen. Bestimmt war es nicht dein Feuerzeug. Nein, war es nicht. Was ist? Ah, da ist es. Ist noch weiter unter die Tür. Nicht. Ich krieg's ihm in die Hand genommen. So, jetzt hab ich's. Okay. War es dein Feuerzeug? Nein, mein Goldbarren, den ich immer zu Hause liegen habe. Diese Vorstellung. Ja. Nee, das ist, wenn ich Frauen aufreißen möchte oder sowas, dann ich habe jetzt nicht so Charakter oder Aussehen. Deswegen nehme ich immer meinen Goldbarren mit und sag so, guck mal meiner, und das zieht meistens dann. Andere Chancen habe ich nicht. Und auf jeden Fall funktioniert. Aber Geldscheine machen sich besser, habe ich das Gefühl. Ich habe alle ganzen Geldscheine für einen Goldbahn ausgegeben, jetzt habe ich keine andere Wahl. So. Jetzt philosophierst du 10 Stunden über diesen Handschuh. Ja, das ist der Handschuh, weil du gesagt hast, ja, wieso haben die manchmal einen Namen, wo man denkt, so, das müsste ja besser sein. Und der Handschuh war tatsächlich in Secret of Mana 1 eine der besten Rüstungsteile, also relativ Late-Game-Rüstungsteile, wo ich mir denke, what? Wir haben ja vorher so eine Armplatten und so einen ganzen Käse, ein Tiger-Bikini. Und dann ist so ein Handschuh besser, und das habe ich nicht verstanden. Tiger-Bikini, die Rüstung. Tiger-Bikini war das Beste. Vor allem, weil der richtig lang, richtig gut war, gell? Ja, der war richtig stark. Und vor allem, also konnte nur das Mädchen tragen. Und dann stelle ich mir vor, wie diese drei Helden da sind und da plötzlich so, boah, geil, ich kann meine Kettenrüstung endlich ablegen und in diesen viel besseren Tiger-Bikini steigen und dann einfach alles kaputt machen. Mhm. Ich habe auch keine Ahnung, wie das gewirkt hat oder sowas. Waren denn die Monster so, oh, schick? Ich hab ja mal die Peitsche genommen. Vielleicht hat das gewirkt, oder? Nee, hast du die Peitsche genommen? Nee, du hast immer Schwert genommen, stimmt. Ich habe manchmal schon die Peitsche genommen, im ersten. Ja, währenddem da gerade die Zunge aus dem Hals hing, ist Peitsche um die Zunge rumgewickelt und rausgerissen mit dem Hirn zusammen. Und anscheinend ziemlich effektiv, ja? Ja. So, auf jeden Fall verkaufe ich hier noch Zeug, weil ich gerade noch irgendwie Geld ran besorgen möchte, um mir diese blöde Rüstung zu leisten. Was gerade so ausreicht, dafür habe ich die ganzen Heilkräuter verballert. Und ja, jetzt haben wir wieder kein Geld. Und ich glaube, jetzt entscheiden wir uns dazu, noch ein bisschen zu leveln, ne? Mhm, ich habe dich dazu gezwungen, dass wir noch ein bisschen... Laura hat gesagt hier, während ich mit der Zunge draußen, mein Hirn raus und gesagt so, Hirn, sag deinem Chef jetzt, wir gehen leveln. Und dann hat sie mich wieder reingesteckt in den Kopf. Und das, was davon noch übrig war, und auf jeden Fall sind wir dann leveln gegangen. Ich glaube, wir haben nochmal verkauft. Ich glaube, das haben wir offscreen gemacht. Nein. Ich glaube, wir beenden sogar die Folge dann. Willst du gerade mal gucken? Mm-mm. Ich sehe es gerade nicht.
Nee, wir sind noch mal kurz gegangen, dann hast du es hoffentlich rausgeschnitten. Ja, ja, hab ich auf jeden Fall. Und dann... Aber das ganze Einkaufsdrama hier habe ich aufgenommen, das hätte ich leisten sollen. Das glaube ich machen wir nächstes Mal nicht. Ja, sorry! Meine Schuld. Ich hätte auch sagen können, ah, nee, wurde, ich habe noch nicht gewusst, dass wir da so lange rummachen. War aber ganz interessant, aber jetzt ist im Original haben wir wenigstens sinnvolle Sachen dazu gesagt. Ja, wir haben mal darüber diskutiert, aber das ist mir jetzt gerade so scheißegal. Und ich denke mal, die Leute, die sich das angucken, ist das dann auch egal. Von der Seite aus. Ja. Kannst ja einblenden, ab hier könnt ihr das Video ausschalten. Nein. Ist schon wichtig, dass ihr es trotzdem anguckt. Weil also interessante Gespräche wir jetzt auch gerade führen, weil er jetzt ein rotes Mothorn kriegt. Ja, nun wählt's auch aus. Was ist mit mir los? Vor allem, was ich mir immer denke, was hat der da Bindbit gemacht? Das ist doch kein Armband. Ja. Hat er seine Hand da reingesteckt und das als Klauen benutzt, oder? Und vielleicht auf den Zeigefinger irgendwie so drauf, dass er den anderen damit, wenn die ihm gegen den Zeigefinger hauen, dass er dann besser geschützt ist. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie so muss das funktionieren. Also es scheint ja Schutz zu bieten. Mehr als hat er sich gedacht, er wäre irgendwie so ein, wie heißen die Viecher nochmal von Dead Space? Bin ich gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Diese Alien-Viecher. Peter, oder? Peter? Was laberst du? Oder waren das schon die Frank? Ja, keine Ahnung, ich hab das Spiel nicht gespielt. Denk drüber nach, ich kann es nicht sagen, aber... Ja, yeah, aber... Wenn du jetzt fragst, schreibt es irgendeiner in die Kommentare, Shadows Temple wahrscheinlich. Ja, ich hab's ja selber auch nicht gespielt. Ich saß nur nebendran und hab mich gegruselt. Ich könnte... Das ist ein Spiel, das könnte ich nie spielen. Okay. Ich glaube, Bioshock ist bei mir so gerade die Grenze. Obwohl Bioshock schon eigentlich nicht richtig hart ist, aber trotzdem. Ich hatte schon in einem Stream probiert, ein Horrorspiel zu spielen. Keine Ahnung. Ich bin einfach nicht der richtige Mensch dafür. Ich bug die Spiele immer, weil die immer nicht damit rechnen, dass ich auf die Monster zuspringe oder sowas und dann buggen das. Also, keine Ahnung. Teilweise. Also gerade diese Indie-Horrorspiele. Ich habe dieses SCHP oder wie das heißt. Und da rennst du am Anfang in so ein Ding rein, wo dann so ein Monster drinsteht und die lassen dich dann mit dem Ding alleine und wollen gucken, wie es reagiert. Und ich fand das Ding irgendwie niedlich, bin dann auf das zugesprungen und sollte mich dann eigentlich, wenn ich in der Nähe bleibe, töten. Was es dann aber nicht getan hat, weil ich irgendwie... Er hat mich wohl lieb gewonnen, weil ich es umarmt habe. Und dann ist das Spiel nicht weitergegangen, weil das Ding einfach stehen geblieben ist. Und einmal bin ich, glaube ich, dann trotzdem explodiert oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das Spiel nicht verstanden und konnte es nicht weiterspielen. Jetzt. Ich wollte noch ganz kurz schnell nochmal Tschüss sagen, die Folge ist vorbei, Schubidua. Ist das noch drauf? Amüsiert euch gut, ein bisschen. Du Arsch. Sag Tschüss. Tschüss.